War das der Boss-Key? Wir haben aber jetzt also die Entschlüsselungskarte gefunden, nachdem es längst umgehört wird. Wir müssen in ihrem Büro müssen wir jetzt. Sag ich doch, Boss-Key. Ja, auf zum Boss. Und wo? Oh, die... Okay, die kleinen Viecher können Leichen wiederbeleben, indem sie in sie reinkrabbeln. Nett. Ja, ich glaube, jemand von uns sollte einen Flammenwerfer bauen. Oh, vielleicht kann man die mit dem Impulsschuss ganz gut machen. Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Gravitationsplatten fallen auseinander. Oh. Die Nachricht ist eine Warnung an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstrom. Mal sehen, ob ich sie finde. Ja, ich habe sie. Ich schicke sie Ihnen auf Ihren Ortungssender. Das Gefühl, die Gravitationsplatten sind nicht so gut, dass sie jetzt fehlen? Oder kaputt gehen? Oh Gott! Gut, dass sie immer vor uns explodieren und nicht unter uns. Der ist doch schon da, der Aufzug. Wieso muss ich den rufen? Das wäre jetzt deine Chance gewesen, meinen Spruch zu verwenden? Nein. Gut. Frag mich, was passiert, wenn man da drauf tritt. Instant Death. Das da. Das passiert dann. Ja, aber gut. Da ist jemand. Hinter dir? Ist gar nicht laut. Was? Ist so laut? Was hast du gesagt? Ist so laut, ich höre dich nicht. Oh, hier ist noch ein Medpack. Echt? Wo? Vielleicht hast du das Wünschen aufgesammelt und ich nicht. Ja, da hatte ich gerade andere Ressourcen. Oh, hinter uns. Okay, die Harpunenkanone gefällt mir nicht ganz so sehr. Ich glaube, an einem zweihändigen Gewehr ist die besser, weil die ein richtig krasser Harpunen verschiebt. Bei mir sind das nur so kleine Piu-Piu. So Nadeln, die. Ich habe jetzt so eine Nadelgun und keine Harpunen. Du kannst sie echt gut nageln. Ah. Das Lustige, als es sein sollte. Ist kaputt? Nein. Du bist fast tot übrigens. Oh, gar nicht wahr. Du lebst ja immer noch. Was? Heilig? Ja, doch. Was das? Haben wir es jetzt? Was war das für ein Kasperkopf-Schießen? Vor allem so viele Explosionsdudes auf so engem Raum ist ja richtig gemein.
Was sagt mein Inventar? Ah, sieht super aus. Was sagt meins? Ach. Was ist das denn? Was habe ich denn da? Ach, elektrische Aufladung, 6 Projektile unter Strom? Oh. Ja, und das oben geht's nicht. Ah, das macht alle Schuss sind denn elektrifiziert, nicht nur die der untere. Ja, gucken. Mal gucken, wie ob die schlecht funktioniert, wenn ich jetzt hier mit einer MG mit Harpunen oder eigentlich ein Harpunengewehr mit MG. Ja, das ist 5 Schuss. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Jetzt musst du bloß noch treffen. Jetzt muss ich nur noch treffen, das ist wahr. Tanksten! Ich hab ihn. Hey, Santos, ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn. Warten Sie, ich bearbeite die Nachricht damit. Klingt immer noch unverständlich. Hörst du auch dieses fantastische Geräusch? Versteckt Rosetta. Wer ist Rosetta? Also ich habe meine Hose noch an. Versucht sie vor dem Vollstreckungsbefehl zu verstecken. Ah. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac, Ende. Wirklich? Bei Rosetta denkt man an eine Person? Maybe. Woran denkst du denn bei Rosetta? Och, verrate ich nicht. Okay. Nein, das meinte ich auch nicht. Waren wir da drüben schon drin? Gibt es denn eine Karte in diesem Spiel? Nee, leider nicht. Lass mal gucken, wo es da hingeht. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Ach ja, das war der Kommunikationsraum. Hier hast du, warte mal, hier hast du doch Tanksten gefunden, sagtest du. Nein. Was? Doch, hier hast du doch gebastelt. Hier hast du, ich hab doch hier an dem Schaltplan rumgebastelt und du hast dann... Ich hab nichts gemacht. Ich hab auf dich gezielt, damit ich nach hin und her schießen kann. Woher hast du draußen? Im Weltall. Draußen. Ach so. Okay, ich wollte gerade volle Möhre da reinrennen. Nicht die beste Idee, würde ich ganz kurz sagen. Rosetta Stein? Hat das was mit Weinstein zu tun? Ah. Oh, da ist ein Rüstung, eine Anzugstation. Wo kommt denn die hier? Die wohnt da. Die war vorher schon da, die war nur, weil der Strom aus war, war die nicht hier benutzbar. Der Stein von Rosetta war ein, das ist so ein alt, das war ein Stein, wo, oh Gott, auf, ich glaube, Altägyptisch und Latein der gleiche Text stand oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ging es darum, dass der gleiche Text zweimal drauf stand, in zwei verschiedenen Sprachen. Und deswegen konnten sie sehr gut diese Sprache übersetzen, die man vorher nicht übersetzen konnte. Also ich habe mich upgraden können, Leben einmal. Ich habe jetzt noch Luft, kann ich noch aufwerten. Und Panzerung konnte ich noch aufwerten. Nee, da fehlt mir das Altmetall. Das ist alles ist ja aus Altmetall, weißt du? Das ist auch so ein bisschen lächerlich. Ich glaube, es war Ägyptisch, also Hieroglyphen und Griechisch, Latein, irgendwie sowas. Ich glaube, von dem hatte ich mal gehört. Yay, Luft. Dann gehen wir jetzt mal zurück auf unsere Hauptmission, würde ich sagen, wa? Machen wir dies, Sir. Ach nee, unnahbar sein. Okay, wenn es sein muss. Wieso musst du unnahbar sein? Ich bin doch der böse, der zynische Soldat. Okay.
Du fliegst diesmal. Okay. Fantastisches Team. Ich bin ja, Isaac ist dann auch nicht gerade der menschenfreundlichste. Auf zur Terra Nova. Typ Massebeschleuniger. Alias The Love Boat. Das Ding ist eine riesengroße Railgun? Ja. Okay. Und es heißt Love Boat. Ja, das penetriert alles. Meinst du das? Interessante Definition. Ja, wie würdest du es definieren? Nee, ich sag dazu nix. Wir sind angekommen, das sage ich. Oh, wir fahren noch hoch. Guck mal. Es ist aber noch keine Luft. Ja. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super, also weiß niemand, cool, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Ein schwerer Standardrahmen. Meiner. Für uns beide. Meiner. Okay. Rüstungsstation? Brauche ich nicht. Mit Verspätung zu rechnen, Kapitel 5. Ich höre Dinge. Ist auch Dinge? Nein. Gut. Ich höre wie. Dann höre ich auch keine Dinge. Ich höre, wie das Haus hier knackt. Haus. Haus, ja. A house. In the middle of the street. A house. Hilfe! Mit wem bin ich unterwegs? Isaac Clark. Meine Güte, wie hoch ist denn Ebene 2? 2 Meter? Jetzt habe ich was gehört. Irgendjemand hat geschrien. Ich höre Musik. Ich höre... Ja, hier kommt Musik her. Okay, ich wollte gerade sagen, das klingt gut, wenn ich Musik höre und du schreie. Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Frachtfunktionen... Oh, hier ist ein Artefakt. CDR Valerie Deeds. Heute riss die Wolkendecke auf und wir setzen die CMS Kreuzer ein, um die Gelegenheit zu nutzen. Während des ersten Überfluges erspähte die Crew inmitten eines zerklüfteten Kraters eine ungewöhnliche Felsformation. Lieutenant Metcalf konnte Bilder von einer Reihe schneebedeckter Obelisken nahe der Spitze machen. Die Anordnung war chaotisch, wie man es auf einem solchen stürmischen Planeten auch erwarten würde. Aber ihre Größe und Form sind nahezu identisch, wie zwei ineinander verflochtene Ranken. LCDR Bosby litt während des Fluges unter spontan auftretenden Kopfschmerzen und verminderter Sehkraft, weshalb er vom Dienst befreit werden musste und sich später einer medizinischen Untersuchung unterziehen wird. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Lochboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Tsikovsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Das ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Ich glaube, hier in dem Sitz ist jemand geplatzt. Ja, ist sehr, sehr schön eingefärbt. So wird wohl roter Sand hergestellt. Noch ein Textlog. Und zwar Beginn der Aufzeichnung, Terra Nova, Sam Kettle,
ATM Graves fordert den Versuchsobjekttransport vom Planeten an. Kreuzer und Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. Transport bestätigt. Sorry, Sam. Mir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu, dass das Zeug auf dem Laderaum beschränkt ist. Verdoppelte Quarantäne-Checks. Ja, das hat offensichtlich nicht so gut funktioniert, würde ich sagen. Komm mal ganz kurz hierher. Ja. Komm mal zu mir. Ja. Hier stand gerade was verkehrt rum. Ich bin mal Ingenieur, ne? Ich mach mal hier ein bisschen. Ich repariere mal das Schiff. Ich hab gehört, das macht man so. So. Asek hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Wird repariert. Das kriegen wir hin. Steht da. Steht da unten. Wird repariert. Das finde ich schön. Bugstation, Mittelstation, Achterstation. Wir müssen zuerst zum Kommandoturm, wie es aussieht. Weil die Achterstation rot ist. Ja. Na gut. Auch sicher, alle Sicherheitsstufen. Okay. Ich gehe vor. Geh vor. Alles ruhig. Military Tactics hier. Loot! Mein Loot! Alter! Schnauze! Ich mich erschrocken. Was steht denn hier? Vormesser. Chicken and Beans, Grilled Chicken and Rice. Make ahead roast turkey and gravy, slow cook turkey, chili, geil, oh chili. Chili ist geil. Spielst du da? Nö. So, du gehst vor, hab ich gehört. Yes, sir. Honey, wenn's sein muss. Leiter vom Partner blockiert. Ja. Sag doch, ist es. Ist zu fett. Du gehst gleich wieder vor. Kann ich auch alleine lassen. Oh, ich höre was. Ich mag meine Speerwaffe. Ich deck nach hinten. Was hast du da noch dran, eine Atombombe? Ich dachte mir, ich brauche mal ein neues Upgrade. Warum hab ich das nicht? Doch gesagt, ich gehe vor. Oh, guck mal, Loot. Ah, guck mal, Loot. Oh, guck mal, Gegner. Sag mal, das ist eine Lagerhalle. Oh. Wieso sind hier Gegner? Brauchst du ein Medipack? Gib ruhig. Wenn du voll bist. Ja. Ich hab immer Platz. Hast du nicht? Musst du dir vorhin schon was abnehmen? Ab jetzt habe ich immer Platz. Ja, ich gebe dir auch mal zwei volle Stase-Packs. Stase! Wir brauchen mal wieder eine Bench. Ich weiß, was wir jetzt bekommen. Eine Bench? Besser.
2? 2 Benches, genau. Wow. Ein alter Sucherbot. Könnte noch nützlich sein. Den bekommen wir. Warum sieht der aus wie eine Knarre? Weil wir jetzt damit Spots suchen können. Du kannst dich halt damit bewegen und dann siehst du wohin. Und du kannst ihn theoretisch überall absetzen. Aber er bringt am meisten Ressourcen an so ganz besonderen Special-Punkten. Wenn du dort bist, fängt er dann richtig an zu piepen. Das ist hier, das ist das Tutorial. Und da bringt er am meisten Ressourcen, wenn du da absetzt. Können wir ganz kurz darüber reden, was hier unter diesem Tuch ist? Was hier überall rumliegt? Leichen. Und Markergedöns. Du siehst den Marker ja. Auch schon hier, ne? Die Marker. Gut. Ich hab schon ein bisschen Schiss, dass ich die Sachen sehe. So, und die suchen jetzt hier eine Weile. Du kannst, wenn du in dein Inventar gehst, kannst du unter 4, siehst du, wann der Bot auftaucht. Wieder. In 10 Minuten. Siehst du das? Ja, ich muss erstmal hinmanövrieren. Manövrier mal hin. Du kannst auch einfach 4 drücken. Ja, fast. Ich habe so viel Stase. Wirklich, ich habe so viel Stase. Ich habe 4 Packs Stase. Meine Fresse. Ich habe dir ja auch immer meine Stase zugeschoben. Ja, ich merke das. Du musst aber ein bisschen mehr mit Stase arbeiten. Mache ich. Du vielleicht auch. Du solltest vielleicht auch mit Stase. Oh, Fortschritt wird gespeichert. Hier hätten wir vielleicht noch hingehen müssen. Was bist du denn? Ich weiß es nicht. War Stase. Ich hab Stase verwendet. Sehr schön. Das hat ja gut geklappt. Vorsicht, explodiert, ne? Denk dran. Warum? Was war das? Ich hatte einen Explosionsfass vor mir. Warum hast du einen Explosionsfass vor dir? Weil ich's kann. Ich wollte gerade meine Harpune da aufheben. Sehr schön. 2er Medpacks. Munition. Äxte? Sesam, öffne dich. Und dann nehme ich mir mal so eine. Kann ich mir auch so eine Axt nehmen, ja? Oh, eine Bench. Ich glaub dir nicht. Ich glaub dir nicht. Okay, den glaube ich nicht. Ja, war klar. Habe ich denn den Plasma-Cutter in der Hand gehabt? Weiß ich nicht. So. Dann gehen wir wieder in den Bench. Jetzt haben wir endlich wieder ein bisschen Platz. Was sieht Alban aus? Was ist das denn? Das ist der Nahkampfangriff. Das ist mein Nahkampfangriff. Der ist unten dran. Siehst du den? Ja. Was ist das bei dir? Warte mal, was hast denn du da für einen Rahmen dran? Das ist der einhändige Rahmen. Ach so, ne, ich habe hier den zweihändigen. Können wir wieder, haben wir wieder? Wo ist denn? Da. Ist hier irgendwo? Ach, das wird der Spot unten sein, wo wir eben gerade waren. Wir könnten wir nochmal absetzen, aber es kommen noch genügend andere Spots. So ist es nicht. So, mein Nahkampfangriff, mal gucken, wie der ist. Das ist mein Nahkampfangriff. Achtung! Wow, der sieht aber schon cool aus. Die Frage ist, verbraucht der Munition? Ja, tut er. Was ist denn das für ein Rotz? Naja, der ist halt verstärkt, ne? Der verstärkt ja halt den,
den physischen Schaden des... Och, nö. Diese kleinen Viecher sind halt so widerlich. Wir brauchen Flammenwerfer. Flammenwerfer. Backstation, da kann man backen. Auf die Gliedmaßen schießen, nicht auf den Bauch. Okay, zu spät, ich hab auch geschossen. Da kommen nämlich die kleinen Viecher raus. Okay, das lief erschreckend schlecht. Das lief erschreckend gut. Fandest du? Ja. Ich habe ordentlich ins Gesicht bekommen. Ich auch. Aber wir sind nicht dabei gestorben. Und wir haben plus einen von den großen, dicken, fetten aufgedeckt. Das stimmt. Oh, Medpacks. Gut, dass ich welche verbraucht habe. Ich habe ja auch wen. Wie weit kannst du denn springen? Was machst denn du? Ich hab hier hinten Spaß. Ich merk das. Hier ist auch noch einer, der hat noch was gedroppt. Ja, geil. Gut, dass ich meine Ressourcen fast weggepackt habe. Nachladen! Schick, schick, schick. Was du alles übersiehst. Ja, ich übersehe vieles. Terra Nova, Bahndienst. Bist du bereit? Nö. Die Bahn kommt. Achtung. Zugkollision registriert. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Warum ging die Tür auf? Leute, weil ich da mit dem Stahlsticks dran gemacht. Dran gekommen bin. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Buckle. Ich sehe mir das mal an. Das ist bestimmt dadurch. Ja, die Tür. Die Tür war von Skat zu. Ich gehe vor. Okay. Ich bin zu fett. Das hast du gesagt. Ich will doch bloß, dass du mir auf den Arsch guckst. Immer. Gerne. Du hast kein Kilt an. Natürlich. Nein. Das ist eine Militäruniform. Du wolltest vorgehen. Oh, ich höre was. Ach, die schon wieder. Diese Kackviecher. Hört nicht auf, ne? Ist tot, er ist tot. Da musst du die Arme abschießen. Die Tentakelarme, die da rauskommen. Das ist dann deine Aufgabe. Eine Ersatzteilbox. Kannst du auch zählen mit deiner Waffe. Ja, warte aber... Warte mal, ich höre hier piep, piep, piep. Oh, ich höre piep, piep. Unten. Welche Pfeile kriegst du, ich glaube. Wir fahren jetzt hoch. Wir fahren jetzt hoch, leider. Tut mir schleitig enttäuschen zu müssen. Wir fahren jetzt aber hoch. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!